Eines Tages saß der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit all seinen Gefährten, als ein fremder Mann in die Moschee kam. Damals war Medina eine Kleinstadt und man kannte sich. Doch diesen gut aussehenden Mann kannte niemand. Seine Kleider saßen wie angegossen und erstrahlten in perfektem Weiß. Sein schwarzer Bart war prächtig und seine gesamte Erscheinung wirkte einfach perfekt. Die Sahaba waren von diesem Fremden beeindruckt und fragten sich, von wo dieser Mann gekommen war und wieso auf seinem weißen Umhang nicht ein Staubkorn zu sehen war. Der Mann betrat die Moschee und ging direkt auf den Propheten a.s. zu, setzte sich zu ihm und legte seine Hände auf die Knie des Gesandten a.s. Dann lehnte er sich leicht nach vorne und fragte: Ja Rasulallah, berichte mir, was ist der Islam? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Islam sind die 5 Säulen. Zu bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sein Gesandter ist. Das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten, in Ramadan zu fasten und die Hajj zu vollziehen. Du hast die Wahrheit gesprochen, sagte der Fremde. Die Sahaba waren geschockt. Wie konnte es jemand wagen, darüber zu urteilen, ob der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit spricht? Während sie sich fragten, wer wohl dieser Fremde ist, fuhr er fort: Was ist Iman? Und der Gesandte alaihi wasallam erwiderte: Der Iman sind die 6 Glaubensgrundsätze. Der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel und an die Propheten, der Glaube an die Bücher, den jüngsten Tag und der Glaube an Qada und Qadar. Erneut sagte der Mann: Du hast die Wahrheit gesprochen. Dann stellte er die 3. Frage: Was ist Ihsan? Ihsan ist der Zustand der Exzellenz, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und der Zustand der Exzellenz ist, als würdest du Allah subhanahu wa ta'ala ständig anbeten, als würdest du ihn subhanahu wa ta'ala direkt anblicken. Denn obwohl du ihn nicht sehen kannst, sieht Allah dich. Erneut sagte der Mann: Du hast die Wahrheit gesprochen. Dann fragte er: Berichte mir, wann kommt der jüngste Tag? Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte darauf: Darüber weiß ich nicht mehr als du. Ich weiß es nicht und du weißt nicht, wann der jüngste Tag kommen wird. Dann berichte mir über die Zeichen, dass der jüngste Tag nahe ist, sagte der Mann. Die Zeichen des jüngsten Tages sind zahlreich, sagte der Gesandte alaihi wasallam und zählte viele Zeichen auf. Darunter, dass Hirten, die keinerlei Geld besitzen, sich im Errichten immer höhere Gebäude übertreffen werden. Und erneut sagte der Mann: Du hast die Wahrheit gesprochen. Dann verließ er die Moschee. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinen Gefährten: Geht nach draußen und holt ihn zurück. Die Sahaba stürmten nach draußen, aber der Mann war verschwunden. Als sie zum Propheten alaihi wasallam zurückkamen und ihm berichteten, dass sie den fremden Mann nirgends finden konnten, fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wisst ihr denn nicht, wer dieser Mann war? Die Sahaba antworteten: Wir wissen es nicht, ja Rasulullah. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Das war der Engel Jibril. Er ist gekommen, um euch in eure Religion zu unterrichten. Dieser Hadith ist als der Hadith von Jibril bekannt. Und es ist der erste Hadith, der in der berühmten Hadith-Sammlung namens Sahih Muslim überliefert ist. Eine der authentischsten Hadith-Sammlungen. Er findet sich ebenso im 1. Kapitel von Sahih al-Bukhari. Über diesen Hadith sagte der berühmte Gelehrte Imam Ahmad: Die gesamte Religion des Islam dreht sich um diesen Hadith. Was können wir also aus diesem Hadith lernen? Als erstes sollten wir die Tatsache wahrnehmen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Engel Jibril a.s. in Menschengestalt entsendet hat, damit ihn alle Sahaba zu sehen bekommen. Diese Tatsache lehrt uns so vieles. Das zeigt uns, wie sehr uns Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Als Allah uns erschaffen hat, hat er subhanahu wa ta'ala uns nicht einfach uns selbst überlassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht einfach vergessen. Er hat uns erschaffen und uns gezeigt, wie wir zu leben haben. Er subhanahu wa ta'ala hat uns einen Plan aufgezeigt, eine Lebensordnung. Und darum entsandte er subhanahu wa ta'ala uns ständig Gesandte und Propheten, um uns diese Lebensordnung näher zu bringen.
Allah liebt uns so sehr. Er subhanahu wa ta'ala kümmert sich nicht nur um unsere Nahrung. Er subhanahu wa ta'ala kümmert sich auch um unsere Lebensordnung. Er kümmert sich darum, wie wir leben sollen. Unsere Religion, der Islam, ist nicht nur eine Anleitung für unser Gebet. Sie ist eine Anleitung für unser Leben. Also kam der Engel zum Propheten a.s. Alle Gefährten konnten Jibril a.s. in seiner übernatürlichen Erscheinung sehen. Alles an ihm war vollkommen perfekt. Als wäre er ein wandelndes Wunder. Seine Kleider waren perfekt. Seine Erscheinung war perfekt. Und er löste sich einfach in Luft auf. Alle Gefährten des Gesandten a.s. konnten Jibril a.s. sehen. Seht mal an, wie er gekleidet war. Perfekte, makellose, saubere Kleider. Angenehm duftend. Unsere Religion ist eine Religion der Hygiene, meine Geschwister. Eine Religion guter Manieren. Wir sollten uns nicht schäbig kleiden. Als Allah subhanahu wa ta'ala Jibril a.s. entsandte, schmückte er ihn mit guten Kleidern. Es ist nicht cool, schmutzig auszusehen. Es ist cool, sauber auszusehen. So sah Jibril a.s. aus, als er zum Gesandten a.s. kam. Schön, makellos, ohne eine Knitterfalte am Anzug. Und betrachten wir einmal, wie er vor dem Propheten a.s. saß. Er lehnte nicht einfach da mit ausgestreckten Beinen. Nein, er hatte Manieren, die uns zeigen, wie wir uns respektvoll zu verhalten haben. Und obwohl Jibril a.s. der Beste unter den Engeln ist, ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam der Beste unter den Propheten. Und Jibril a.s. erweist ihm Respekt, indem er anständig sitzt. Leicht nach vorne geneigt, um Wissen zu erhalten. Er legte die Hände auf die Knie des Propheten, um ihm zu zeigen, ich möchte von dir lernen. Dann stellte er ihm diese schönen und intelligenten Fragen. Daraus sehen wir, wenn du etwas lernen möchtest, musst du mental vorbereitet sein. Du musst kluge Fragen stellen und Jibril a.s. stellt dir die intelligentesten Fragen. Und betrachten wir jetzt einmal das Gesamtszenario. Allah subhanahu wa ta'ala entsendet den besten Engel zum besten Propheten. In die gesegnete Moschee des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. In das bestmögliche Publikum. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira. Allah entsendet den Besten zum Besten. Zum besten Ort vor das beste Publikum. Mit den besten Fragen. Aus eben diesen Gründen ist dieser Hadith so bedeutsam. Unter den besten Umständen werden die besten Fragen gestellt und beantwortet, damit er jedem Muslim seine Religion auf die schönste Weise zusammenfasst. Darum geht es in diesem Hadith. Und so stellt er drei Fragen. Was ist der Islam? Was ist Iman? Was ist Ihsan? Diese drei Begriffe muss sich jeder von uns merken. Der Islam ist die Religion, an die wir glauben. Iman ist der Glaube, der uns zu Muslimen macht. Wir müssen Iman haben, um Muslime zu sein. Und Ihsan ist der Zustand unseres Verstandes. Die Art, wie wir auf diese Welt blicken. Ihsan ist unser spiritueller Blickwinkel. Und jeder einzelne von uns muss Islam, Iman und Ihsan haben. Man kann kein Muslim sein, ohne Iman zu haben. Alle drei bedingen einander. Wir benötigen die fünf Säulen des Islam. Wir benötigen die sechs Grundsätze des Iman. Und wir benötigen den Blickwinkel des Ihsan. Aus diesem Grund sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zum Schluss, das war der Engel Jibril. Er ist gekommen, um euch in eurer Religion zu unterrichten. Woraus besteht unsere Religion? Aus Islam, Iman und Ihsan. Aus diesen drei Komponenten setzt sich unsere Religion zusammen. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu dieser Religion geleitet hat. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unseren Islam vollkommen macht, dass er unseren Iman vollkommen macht und unseren Ihsan vollkommen macht. Amin.